So werde ich ein Ironman und zum Hybridathleten. Ihr müsst euch vorstellen, ich trainiere jetzt seit circa 8 Jahren, beziehungsweise bin seit 8 bis 10 Jahren im Kraftsportbereich tätig. Mein Ziel war es immer, mich in meinem Körper wohlzufühlen. An dem Punkt bin ich jetzt. Mehr Selbstbewusstsein zu haben und dann hatte man natürlich immer so persönliche Ziele, wie 50er Hanteln drücken, 60er Hanteln drücken. Jetzt habe ich irgendwo alles erreicht und wie es im Leben so ist, kommt man oftmals in neue Phasen. Und jetzt bin ich in so einer Phase, wo mir ein bisschen die Herausforderung, die Challenge fehlt. Ich bin so einer, der braucht immer so ein langfristiges Ziel, worauf er hinarbeiten kann. Und genau darum dachte ich mir, wäre es super spannend, jetzt aus dem Kraftsportbereich das Ganze mit dem Ausdauersport zu kombinieren und ein Hybridathlet zu werden. Ich glaube, dass das super gut vereinbar ist und einfach insgesamt zu einem fitteren Lifestyle führt. Genau darum, warum ich auch Fitness mache. Darum möchte ich jetzt Ausdauerelemente zu meinem Kraftsport integrieren. Worum geht es genau? Es geht um Laufen, Radfahren, Schwimmen, sprich alle Disziplinen, die man auch beim Ironman benötigt. Wie ich schon gesagt habe, brauche ich immer ein langfristiges Ziel und das ist es, innerhalb der nächsten 3 Jahre einen Ironman bestreiten zu können. Jetzt mal kurzfristig, dieses Jahr noch ein Halbmarathon, nächstes Jahr ein Marathon. Dennoch muskulös zu bleiben, nach wie vor meine Krafttrainingseinheiten zu absolvieren. Klar habe ich mein Training jetzt komplett umstrukturiert und genau darum soll es auch in dem Video gehen. Wie schaffe ich jetzt den Weg von einem Kraftsportler, der weiterhin Kraftsport liebt und seine Trainingseinheiten machen will, Progression erzielen will, einen muskulösen Körper haben will, den Ausdauersport zu integrieren, ohne dass der Kraftsport, sage ich mal, darunter leidet. Klar muss man das Volumen anpassen, aber ich will nach wie vor meine Ziele erreichen. Bin noch nicht dort, wo ich gerne sein möchte und ich glaube, dass das eine sehr spannende Reise ist. Also in diesem Video geht es um meine Trainingsplangestaltung. Wie starte ich das Ganze? Ich nehme euch mit auf durch den Journey, damit ich dich auch motivieren kann, wenn du sagst, okay, du möchtest damit starten, wie kann man das angehen, welche Inputs kannst du dir mitnehmen, wie schnell kann man das Ganze erreichen, darum soll es gehen. Das heißt jetzt einmal Trainingsplangestaltung, dann nehme ich euch heute mit durch meinen Leg Day, das ist mal das erste Video. Im nächsten Video geht es dann um meine ganze Trainingswoche, nehme ich durch jede Trainingseinheit mit, gebe euch Einblicke. Ich habe einfach mega Bock drauf, wirklich, dass ich meine Muskulatur nicht nur besitze und dass die optisch gut ausschaut, sondern dass ich sie funktionell auch anwenden kann und einfach mich fitter fühle. Ihr seht, wir haben 7 Trainingstage, wo kein Rest Day ist und wir haben nicht nur jeden Tag eine Einheit, sondern es gibt auch Tage, wo wir 2 Einheiten haben. Insgesamt starte ich mit 9 Einheiten in der Woche. Schauen wir uns jetzt mal das Krafttraining an. Wie habe ich das aufgesplittet? So habe ich bislang immer Push-Pull-Legs, Rest, Push-Pull-Legs, Rest trainiert. Also wirklich sehr Bodybuilding-lastig. Jetzt habe ich mich aber dazu entschieden, auf Oberkörper, Unterkörper zu switchen. Warum? Weil ich sonst einfach mit den anderen Einheiten nicht nachkomme und ich jetzt 4 Krafttrainingseinheiten habe und so eigentlich insgesamt mein Wochenvolumen relativ gut reinbekomme. Ich glaube, insgesamt, wenn man jetzt sagt, man will nur Laufen und Krafttraining kombinieren, kann man nach wie vor Push-Pull-Legs trainieren und verkraftet auch mehr Beinvolumen. Wenn man aber sagt, wie in meinem Fall, ich möchte auch Radfahren und Schwimmen gehen, glaube ich, ist es sinnvoll, auf Oberkörper, Unterkörper umzustellen. Aber die Zeit wird es zeigen. Macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Habe jetzt nur 4 Einheiten, schauen wir uns das Ganze an. Und zwar starten wir Montag mit Oberkörper, am Mittwoch wieder Oberkörper, haben dann am Samstag nochmal Oberkörper und am Sonntag Unterkörper. Sprich, ich trainiere 3-mal Oberkörper, 1-mal Unterkörper, habe 4 Einheiten. Ich finde es jetzt gerade auch super, weil ich mich, dadurch, dass ich nur 4 Einheiten habe, auch wieder ein bisschen mehr Spaß und Freude gewinne, wirklich alles geben kann und dann sozusagen 3 andere Tage in der Woche habe, wo ich nicht Krafttraining betreibe und dadurch auch einfach wieder die Lust, die Motivation steigt, in den Einheiten einfach das Maximum rauszuholen. Unterkörper nur 1-mal die Woche. Ich muss jetzt einfach mal das Volumen anpassen, dadurch, dass ich eben das beim Laufen, Radfahren, meine Beine auch sehr stark involviert sind. Wie haben wir das Ganze geplant? Das heißt, heute ist Sonntag, starten wir vielleicht von hinten rum. Das heißt, heute Sonntag Unterkörper. Heute gibt es dann auch noch den Leg Day, sprich wir fahren jetzt dann gleich ins Gym, trainieren zusammen Beine und schauen uns gleich mal den Unterkörpertag an. Dann starten wir am Montag nach dem Unterkörpertag mit Oberkörper und einem RR, einem Recovery Run. Wir haben insgesamt 3 Runs in der Woche. Wir haben einmal den Long Run und wir haben einen Interval Run. Wir starten mit dem Recovery Run. Das heißt, Unterkörper, Beine sind belastet, Beine sind schwer. Darum der Recovery Run, locker, easy, 5 Kilometer. Einfach die Beine auslockern. Ich starte Montag morgens mit Oberkörper und dann am Abend, nachdem alle Calls, alle Kundengespräche durch sind. Das heißt, am Abend dann noch ein Recovery Run. Am Dienstag steht dann eine Bike Session an, 1 bis 2 Stunden. Ich werde jetzt anfänglich mal mit 1 Stunde mit dem Bike starten, habe bei mir hier auch ein Spinningrad, ansonsten noch ein Mountainbike, Rennrad habe ich derweil noch keines, das heißt ich glaube ich werde derweil mit einer Spinning Session bei mir zu Hause starten oder auch im Home Gym. Dann am Mittwoch steht wieder Oberkörper an und IR, sprich ein Intervall Run, wie das Ganze aussieht. Kurz vielleicht gesagt,
ich laufe mich ein, habe dann verschiedene Runden, wo ich zum Beispiel 4 Minuten alles gebe, 3 Minuten mich erhole, probiere nicht stehen zu bleiben und das wiederhole ich 3-mal, dann 4-mal und werde schauen, wöchentlich das Volumen zu steigern. Hier geht es primär darum, mein VO2 Max Volumen zu erhöhen. Donnerstag nach Oberkörper schwimmen, geht es eher um Grundlagen Ausdauer. Klar habe ich am Vortag Oberkörper, da muss ich mich jetzt halt erstmal anpassen und schauen, wie ich das Volumen verkrafte, wie meine Schultern dann regeneriert sind, dass ich beim Schwimmen auch zurechtkomme und nicht noch zu eingeschränkt bzw. keine Leistung erbringen kann wegen dem Oberkörpertag davor. Ich denke, das sind einfach Anpassungen, da muss man einfach sich herantasten, wie viel Volumen man verträgt. Freitag steht dann der Long Run an, sprich da habe ich dann auf jeden Fall genug Regeneration von Mittwoch und Donnerstag, wo ich meine Beine, sage ich einmal, nicht wirklich so belaste. Ich meine, ich habe den Intervall Run, aber habe dann wirklich den Donnerstag, wo ich aktiv regenerieren kann beim Schwimmen. Das heißt, wir haben keine Rest Days mehr, sondern immer nur aktive Regenerationstage und ich habe geschaut, die Woche so zu gestalten, dass ich immer bei den Einheiten gut regeneriert bin. Dann haben wir Freitag den Long Run. Long Run starte ich jetzt bei 10 bis 12 Kilometer. Letzte Woche bin ich 10,5 Kilometer gelaufen, das heißt, diese Woche werde ich um die 11,5 Kilometer anpeilen. Ziel ist es, mich wöchentlich um 1 Kilometer zu steigern, langsam, sag ich mal, die Intensität und die Belastung zu erhöhen. Das heißt, der Recovery Run wird immer bei 5 bis 6 Kilometer liegen, außer ich fühle mich mal besser, dann vielleicht auch mal 7, 8 und hier schaue ich wöchentlich quasi, mich um 1 Kilometer steigern zu können. Samstag habe ich dann wieder Oberkörper, das ist einfach nur der Oberkörpertag, wo ich dann auch ein bisschen mehr Freizeit genieße. Habe bewusst hier nur eine Einheit, dass ich sage, okay, ich trainiere einmal und habe dann auch ein bisschen Zeit für mich, das Ganze zu genießen und Sonntag steht dann wieder Unterkörper an. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein ausgelasteter Plan. 3-mal Oberkörper, 1-mal Unterkörper, 3 Runs, ein Recovery, ein Long Run, ein Intervall Run, 1-mal Schwimmen, 1-mal Bike. Bin gespannt, wohin mich das bringt und wir werden jetzt ins Gym fahren. Ich freue mich jetzt auf eine richtig saftige Beineinheit. So, vom Training werden natürlich noch die Subs zubereitet. Ich nehme mir immer meinen Shake für danach hier in so einer kleinen Tupperdose mit. Heute Away Geschmack Coconut Cookie, mein absoluter Favorite von Vast, ist ein Isolat. Habt ihr wirklich pro 30 Gramm 26 Gramm Eiweiß, 0 Gramm Fett, 0 Gramm Carbs, also wirklich Wahnsinn. Auch vom Aminosäurenprofil kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen, da gibt es für mich 40 Gramm. Und dazu in Kombination mit Kreatin, ganz egal wann ihr es nehmt, 0,1 Gramm pro Kilogramm. Hauptsache die Speicher sind voll, ich nehme es immer nach dem Training, hat sich einfach so als Routine entwickelt, im Shake danach. Kann ich auf jeden Fall nicht vergessen, bei mir, ich bin gerade 98 Kilo schwer, sprich um die 10 Gramm. Und dann sind meine Kreatinspeicher auch voll, weil mich immer wieder Leute fragen, welche Supplements will ich nehmen. Kreatin auf jeden Fall. Wird auch in Ausdauersportarten oder Mannschaftssportarten verwendet, auch für die regenerativen Kapazitäten. Sonst ein Whey, nicht essentieller, aber ich finde es einfach super, um den Proteingehalt zu decken, um Mahlzeiten zu pimpen. Also wirklich ein super Essential, um sein Eiweiß reinzubekommen. Dann gibt es Intro-Workout bei mir noch die Total Aminos. Im Geschmack Cool Lemon heute, ist auch ein bisschen Citrullin mit drinnen, sprich ihr habt auch nochmal einen besseren Pump währenddessen. Und davor noch 3 Kapseln Oxyheat, natürlicher Fettburner mit 8 innovativen patentierten Inhaltsstoffen, um den körpereigenen Fettstoffwechsel nochmal ordentlich anzukurbeln. Davon 3 Kapseln, das packe ich mir jetzt in meine Gymtasche und dann geht's ab ins Gym. Und zwar ist heute Leg Day und ich beginne mit Armen. Warum ist das so? Und zwar hat es den Vorteil, wenn ich jetzt hybrider werde, dass ich nicht mehr allzu viel Volumen für die Beine verkrafte. Sprich, der Trainingsplan sollte auch immer so ausgestaltet sein, dass ihr eure Schwachstellen priorisieren könnt. Eine meiner Schwachstellen sind meine Arme, die ich ganz klar verbessern möchte. Darum bietet es sich an, aufgrund des verringerten Beinvolumens davor einfach Bizeps und Trizeps im Supersatz zu machen. Da mache ich da 2 Sätze Bizeps, 2 Sätze Trizeps, habe morgen wieder Oberkörper, das heißt, ich muss vom Volumen wirklich schauen, dass ich das auch verkrafte, taste mich da heran. Dann geht es weiter zu den Waden, weil die auch relativ schwach, wie ihr sehen könnt, ausgeprägt sind. Und danach geht es noch weiter mit 4 Übungen. Beginn mit Beinstrecker, Beinbeuger im Sitzen. Und dann geht es noch an die Hex-Squat-Maschine, Romanian Deadlifts und dann bin ich auch durch. Am Schluss noch Core und es ist, glaube ich, jetzt einmal am Anfang wichtig herauszufinden, wie viel Volumen vertrage ich wirklich, dass ich dann zum Beispiel Dienstag und Mittwoch bei den Ausdauereinheiten wieder ready bin und die Beine nicht allzu schwer sind. Klar werden sie schwer sein, aber dass ich mich jetzt nicht komplett abschieße mit 5x5 und dann wirklich 3 Tage den Todesmuskelkater habe und nicht mal annähernd gehen kann. Im Sommer ist das Gym, wo ich trainiere, absolut geisteskrank. Schaut euch das mal an hier im Hintergrund. Wir haben jetzt neuerdings einen Pool.
Hier oben seht ihr schon richtig, haben wir einen Käfig, wo wir Basketball spielen, Fußball spielen etc. Also richtig geil hier, perfekt zur Erfrischung. Und direkt dahinter sind noch Duschen, das heißt, man kann draußen eigentlich in Badehose trainieren, kann sich dann hier direkt abduschen, ins Pool gehen, kleine Rest machen. Hinten wird auch gegrillt, also richtig, richtig geil. Und ich zeige noch kurz die Area, wo man draußen trainieren kann. Macht auf jeden Fall mega Bock. Alle motiviert, alle geben richtig Gas. Hier habt ihr die ganzen Racks, ein paar Sachen, Kurzhanteln bis 50 Kilo. Da unten nochmal eine überdachte Fläche. So, das Beintraining ist durch. Was ich auf jeden Fall merke, ich muss das Volumen deutlich anpassen. Wie ihr seht, ich habe am Anfang die Arme gemacht, dann die Waden, weil ich die einfach priorisieren möchte. Das kann ich euch auch für eure Trainingsplangestaltung mitgeben. Ihr könnt eure oder müsst euren Trainingsplan so gestalten, anhand eurer Schwachstellen. Sprich, wenn zum Beispiel seitliche Schulter von euch eine Schwachstelle ist und ihr Push trainiert, müsst ihr nicht zwingend mit der Brust starten, sondern könnt eure volle Energie, eure vollen Glykogenspeicher dafür nutzen, mit seitlicher Schulter zu beginnen und somit eure Schwachstellen zu priorisieren, mehr Volumen anzuhäufen. Okay, 4 Beinübungen, die dafür konzentriert, 3 Sätze Strecker, 3 Sätze Beuger, 3 Sätze Squats und 3 Sätze Romanian Deadlift. Schau auch, dass ich wieder jetzt vermehrt auf Grundübungen gehe, generell, dass ich quasi meinen ganzen Körper in den Übungen involviere, insgesamt stärker werde, immer so 1 bis 2 Wiederholungen vor Muskelversagen entfernt bleibt, damit ich nicht zu verkatert bin, dass ich dann quasi am Dienstag wieder ready bin für die Ausdauereinheiten und so mich langsam steiger. Und dann sehe ich, wie verkrafte ich das Volumen, wenn das gut geht, kann ich die Sätze, die Intensität erhöhen und mich so schrittweise anpassen, das Volumen erhöhen und den Körper einfach an die größere Belastung gewöhnen. So viel dazu, jetzt geht's nach Hause. Jetzt gibt's ein richtig geiles Porridge. Ich sag's euch, Porridge und Soda Zitronen, einfach das Beste. Das ist ein Standard-Meal, das gibt's für mich jeden Tag. Meistens direkt in der Früh nach dem Training oder auch gerne mal abends, wenn ich in der Früh nicht dazu komme oder unterwegs bin. Gerade auch mit der Zartbitterschokolade richtig geil. Dann habt ihr sozusagen einen flüssigen Schokokern drinnen. Auch noch mit den gefrorenen Früchten würde ich euch empfehlen. Jetzt im Sommer ist es eh so heiß. Das kühlt das Ganze gut ab und ich finde diese Warm-Kalt-Kombi richtig geil. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Dann werde ich gleich anfangen, das Video zu schneiden. Muss dann noch was für Kunden machen. Sonntag, Montag sind sozusagen immer die Planadaptierungen, wo ich die Wochenfeedbacks gebe, neue Pläne für die Kunden erstelle, damit sie bestmöglich in die neue Woche reinstarten können. Das wird jetzt dann bis am Nachmittag erledigt und später geht es dann auch noch grillen. Das perfekte Meal für heute, ein T-Bone Steak, schön Kartoffeln, Zucchini aus dem Garten, 2 Zwiebeln im Ganzen, schmeckt richtig gut und noch eine Skiersoße mit Schnittlauch aus dem Garten. Auf jeden Fall sehr eiweißreich. Genau so kann man sich das schmecken lassen am Sonntag. Richtig, richtig geil. Mittlerweile ist es schon Montag und ich habe dann gestern ganz vergessen, das Video auch noch zu beenden. Ich hoffe, euch hat die Trainingsplanvorstellung gefallen. Einblicke, die Reise wird auf jeden Fall weitergehen. Heute ist Montag. Ich habe auch schon wieder begonnen, den nächsten Vlog für euch zu filmen. Und zwar meine gesamte Trainingswoche. Das heißt, den Kanal unbedingt abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Like gebt, die Glocke aktiviert. Und jetzt kommt wöchentlich ein Video zu meinem neuen hybriden Trainingsplan. Auf eure Wünsche angepasst. Ich freue mich drauf. Macht's gut und wir sehen uns nächste Woche.